Diese 5 Punkte sollst du jetzt zu Jahresende bei deiner Riester-Rente unbedingt noch beachten und notfalls handeln. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und hier auf diesem YouTube-Kanal gibt es wichtiges und praktisches Versicherungswissen und natürlich auch relevante Versicherungsnews für dich. Heute möchte ich dir 5 Punkte mit an die Hand geben, die du jetzt zu Jahresende unbedingt noch checken solltest bei deiner Riester-Rente. Punkt Nummer 1. Möglicherweise hat sich in diesem Jahr irgendwas bei dir verändert. Vielleicht hast du einen anderen Job. Vielleicht hat sich dein Einkommen verändert. Vielleicht hat sich dein Familienstatus verändert. Vielleicht hast du geheiratet. Vielleicht bist du geschieden. Vielleicht hast du Kinder bekommen. All dies sind relevante Informationen, die dein Riester-Anbieter braucht, weil davon zum Beispiel auch Zulagen abhängen, davon abhängt, wie viel musst du eigentlich einzahlen, zum Beispiel dann auch im nächsten Jahr, um die volle Zulage zu erhalten. Diese Informationen bitte zusammensuchen und deinem Anbieter mitteilen. Normalerweise bekommst du auch jedes Jahr von deinem Riester-Anbieter ein Formular zugeschickt, wo du dann Änderungen eintragen kannst. Falls du das nicht bekommen hast, einfach mal anfordern, damit hier einfach alles passt und du vor allem hier nicht irgendwo irgendwelche Förderungen oder Steuervorteile liegen lässt. Wichtiger Punkt Nummer 2, den du unbedingt checken solltest, ist das Thema Zulagen. Grundsätzlich ist es so, dass man ja bei einer Riester-Rente Zulagen bekommt, mindestens mal deine Grundzulage in Höhe von 175 Euro. Aktuell, wenn du 4% von deinem Vorjahresbrutto eingezahlt hast, zahlst du weniger ein, mindert sich die Zulage auch hier entsprechend. Nur ist es so, dass du eigentlich jedes Jahr diesen Antrag stellen musst, dass du die Zulage auch in deinen Vertrag gezahlt bekommst. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Du kannst übrigens bis Ende 2020, rückwirkend bis 2018, noch Zulagen beantragen. Profi-Tipp. Wenn du eine Riester-Rente abgeschlossen hast, dann hast du optimalerweise auch direkt damit einen Dauerzulagenantrag gestellt. Dann kann nämlich dein Riester-Anbieter, zum Beispiel dein Versicherer, hergehen und immer für dich automatisch jedes Jahr die Zulage hier beantragen. Du musst das nicht mehr tun und kannst das entsprechend auch nicht vergessen. Falls du das nicht hast, dann sprich bitte deinen Riester-Anbieter an und sag, hey, können wir das bitte einrichten? Dann wird das gemacht und dann hast du in Zukunft hier eine Sorge weniger. Punkt Nummer 3. Prüfe unbedingt, ob es vielleicht Sinn macht, für dieses Jahr eine Nachzahlung zu leisten für deine Riester-Rente. Warum? Es kann zum Beispiel sein, dass du 2019 eine Gehaltserhöhung bekommen hast. Dementsprechend richtet sich natürlich wieder dein neuer Beitrag für die Riester-Rente, also 4% vom Vorjahresbrutto, das heißt für 2020 ist relevant das Jahr 2019. Vielleicht hast du deinen Beitrag aber nicht angepasst in 2019 und du hast jetzt hier so eine kleine Lücke. Und jetzt könntest du, damit du auch die volle Zulage eben bekommst, eine Nachzahlung leisten, damit du den Beitrag in 2020 dann gezahlt hast, der hier relevant ist für die volle Zulage. Prüfe das unbedingt. Viele Menschen machen das nicht, aber das ist genau der Sinn natürlich von der Riester-Rente, dass du hier die Vorteile wie die Zulage oder auch den Steuervorteil maximal ausschöpfst. Für viele kann es auch sinnvoll sein, wirklich den Maximalbeitrag zu zahlen, weil sich das steuerlich eben stark auswirkt. Das sind aktuell, wenn man nur die Grundzulage bekommt von 175 Euro, 160 Euro und 42 Cent im Monat für die maximale steuerliche Auswirkung. Wichtiger Punkt Nummer 4, den du auf keinen Fall vergessen darfst, ist das Thema Steuererklärung. Du solltest deine Beiträge zur Riester-Rente eben auch in deiner Einkommensteuererklärung angeben, weil du diese steuerlich ansetzen kannst unter Sonderausgaben, und zwar bis 2100 Euro, was eben auch der maximal steuerfähige Höchstbetrag in der Riester-Rente ist. Und dann wird geprüft, also das Finanzamt prüft dann quasi, okay, was hat für dich jetzt mehr Sinn gemacht? Ja, eine günstige Prüfung, die Zulagen oder dann vielleicht auch der Steuervorteil. Und dann wird immer das bei dir quasi, ja, angerechnet, verrechnet, was für dich günstiger ist, ja, wo du quasi am Ende mehr davon hast. Aber dafür musst du das Ganze natürlich in deiner Steuererklärung angeben. Und das macht natürlich auch Sinn, weil darüber, vor allem wenn der Steuervorteil für dich definitiv das Thema ist, weil du sehr gut verdienst, holst du natürlich hier entsprechend wieder das Geld über die Steuererklärung teilweise entsprechend zurück. Wichtiger Punkt Nummer 5, hier geht es um das Thema Kinderzulage. Bei der Riester-Rente gibt es auch eine Kinderzulage pro Kind. Für Kinder, die nach 2008 geboren sind, sind das aktuell 300 Euro. Jetzt ist es aber so, wenn du hier Papa und Mama hast und beide haben vielleicht einen Riester-Rentenvertrag, dann kann nur derjenige die Kinderzulage in die Riester-Rente bekommen,
der auch das Kindergeld bekommt. Das ist der erste Punkt, der hier ganz wichtig ist. Und sobald das Kindergeld irgendwann wegfällt, fällt natürlich auch die Kinderzulage weg. Und hier nochmal der wichtige Punkt. Hast du vielleicht in dem aktuellen Jahr jetzt ein Kind bekommen, dann teile das unbedingt noch der Versicherung mit, damit du für dieses Jahr noch die Kinderzulage bekommst. Das sind tatsächlich, wenn du entsprechend 4% von deinem Vorjahresbrutto einzahlst, 300 Euro. Haben oder nicht haben, ja? Also, lass das hier nicht irgendwie liegen und sagst so, naja, ist nicht so wichtig, sondern melde das und nimm noch die Kinderzulage hier für das laufende Jahr auf alle Fälle mit. Das waren meine 5 Tipps für die Riester-Rente, die du vor allem gegen Jahresende checken solltest. Wenn du noch Anregungen, Tipps, Wünsche hast, Fragen hast, hier unten in die Kommentare rein. Ich freue mich drüber, wenn du mir noch ein Abo dalässt, weil dann bist du in Zukunft eben kein wichtiges Versicherungswissen mehr verpasst. Und dann freue ich mich schon drauf, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, mach's gut, dein Basti von Versicherung mit Kopf. Ciao.